Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich keine Ahnung, was ich jetzt mache in diesem Video, aber ich möchte euch was zeigen. Und zwar meine behinderten Störungen. Ich habe nämlich, no joke, ich habe vorhin mit Lara geschrieben. Lara, falls du das hier siehst, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ins Video zeigen darf, aber hey, juckt eh keinen. Auf jeden Fall habe ich vorhin mit Lara geschrieben, ja. Also, ich habe ihr die Sprachnachricht hier geschickt. Warte, nein, also sie hat mir gezeigt, hier, warte, hier. Ah, hier, da. So, und dann habe ich hier eine Sprachnachricht geschickt. N-E-I-N, nein, ist nicht okay, nein. Ah, warum schickt ihr, warte, hier, da. So, dann habe ich sie gefragt, wie es hier geht. Sie hat darauf, also die hat darauf okay geantwortet. Dann hat sie geschrieben, gut und dir. Und da habe ich gemerkt, dass ich eine Störung bekomme. Weil ich habe mich davor geduscht. Also ich habe mich um 15.25 Uhr bin ich in die Dusche gegangen. So, auf jeden Fall habe ich ihr das hier geschickt. Nein. Und dann habe ich ihr das hier geschickt. Und dann hat sie gefragt, hä? Störungen. Ich habe euch im letzten Video gesagt, dass ich behindert bin. Aber dass ich so behindert bin, habe ich selber nicht gedacht. Und ihr wisst ja, dass ich meine Sprache selber abhöre. Aber sowas ist nicht mehr normal. Nee, der Chat hat dann jeweils damit geendet, warte. Ja! Und dann damit. Das ist nicht witzig. Okay, nein, das war... Was hast du für ein Video gedreht? Dieses Video, was kriegst du für ein Video? Mein Häuser ist ein Zivilvideo, dann auf ein kleines Video. Und dann wird mein Zimmer geschlagen. Ja, ich hoffe, es geht gut und ich hab grad keinen Kaffee getrunken. Okay, ich meine, was los? Also wie ihr hier gerade gesehen habt, ich bin manchmal wirklich der behinderte Typ der Mensch. Also wirklich einer der bescheuertsten Menschen. Seid ihr auch so, dass ihr irgendwie manchmal so behindert redet? Zum Beispiel so, ja, hallo, wie geht's hier? Also in so einer verstellten Stimme so, ja, oder so, versteht ihr? Oder dieses, ja, versteht ihr? Seid ihr so auch? Ich weiß nicht, schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr auch so seid. Ja. So, und jetzt habe ich noch was anderes euch zu sagen. Und zwar, what the fuck? Also, ja. Ich habe mir gedacht, ich wechsle meine Handyhülle in einem YouTube-Video. Weil das ist nicht cool und deswegen muss ich das jetzt machen. Es geht voll leicht und deswegen machen wir das jetzt. Ich habe übrigens ein Sony Xperia Z2, Link dazu in der Beschreibung, nicht. So, und jetzt müssen wir das einfach nur noch zumachen. Und schon haben wir ein komplett anderes Handy eigentlich. Was ich mir jetzt noch für das Ende des Videos hier überlegt habe, ich frage euch auf Snapchat, die dürfen mir jetzt Fragen stellen. Hallo Snapchat, ich bin gerade hier dabei, ein YouTube-Video zu drehen und ihr sollt mir jetzt Fragen stellen, in einem Video, also stellt mir für einen... Ja. Und jetzt ist der Snapchat schon wieder verbabbelt. Hallo Snapchat, ich bin gerade hier dabei, ein YouTube-Video zu drehen und ihr sollt mir jetzt Fragen stellen, in einem Video, also... So, und jetzt warten wir eine Minute. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay Leute, wir haben hier den ersten Chat erhalten von Michelle Crazy YouTube. Let's go! Ja. Hey, was würdest du machen, wärst du ein... Was würde ich machen, wenn ich ein Einhorn wäre, glaube ich, war die Frage. Keine Ahnung, wenn ich ein Einhorn wäre, dann... Ich weiß nicht, wenn ich ein Einhorn wäre, würde ich fliegen. Oder mit meinem Horn jeden zerschlagen. Oh, Max ist nett! Die Nummer von deinem Fan-Handy in eins deiner Videos in die Infobox schreiben. Ich soll meine Fan-Nummer in eine Infobox schreiben. Schaut in die Infobox, da steht meine Fan-Nummer und da könnt ihr mich voll spam anrufen, was weiß ich, was ihr da macht. Ihr könnt so tun, als wäre es meine echte Nummer. Was weiß ich, was ihr mit deiner Nummer macht. Juckt mich nicht. Ihr könnt mich anschreiben, ich werde euch antworten. Mhm. Oh, schon wieder ein Snap. Was ist dir bei einem Mädchen vom Charakter oder vom Aussehen am wichtigsten? Vom Charakter und Aussehen, ich würde sagen, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, weil ich hab nichts verstanden. Würdest du eher einen Tag ein Einhorn sein wollen? Oder eine Biene? Ich bin eine Biene. Und ich würde leider jetzt schon wieder sagen, dass das Video schon wieder leider vorbei ist, weil ich halt sehr wenig Zeit habe. Und ich habe auch sogar gar keine Zeit gehabt, überhaupt eine Idee zu suchen. Und es war ja gar keine Idee, das war halt ein Video, wo ich die Kamera an hatte. Aber genau das ist es, was mir Spaß macht, Mann. Lass mich. Spaß, und ich glaube, ihr habt selber bemerkt, dass das Video relativ sinnlos war und auch so gut wie gar keinen Sinn ergeben hat. Und eigentlich auch so gut wie komisch war, also sehr komisch war. Aber dennoch...
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch sehr freuen. Wie am Anfang schon erwähnt, falls ihr auch so eine kleine Störung wie ich habe, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche dann auch jeden zu beantworten. Also ich versuche wirklich in den Kommentaren jeden zu antworten. Manchmal habe ich keinen Bock, aber wenn ich Lust habe, dann werde ich auch wirklich antworten. Und dann habt ihr eine Antwort von mir. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und by the way, ich habe auch Musical.ly. Da mache ich manchmal Livestreams und auch Musical.ly's. Das heißt, mein Musical.ly-Name, ich heiße dort Niklas Walz V. Und auf Instagram, da lade ich immer Bilder hoch. Da könnt ihr mich auch abonnieren. Da heiße ich Niklas Walz. Und ansonsten, Leute, hier könnt ihr mich wieder abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ciao.